Das, was ihr heute sehen werdet, ist die absolute Verwirrung. Es sind alle Monster mal wieder miteinander vertauscht. Aber zusätzlich sehen diese vertauschten Monster noch einmal vertauscht aus. Und sie werden sich heute auch ein wenig anders verhalten. Somit wird das Ganze definitiv eine ziemlich chaotische Aufnahme, aber es wird definitiv auch sehr interessant. Lasst dementsprechend auf jeden Fall einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei, dort wird jeden Tag eine Folge CraftHack 10 hochgeladen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Hallo? Ihr hört das auch im Hintergrund, oder? Das ist nur mein Herzschlag, denn ich freue mich mal, wieder hier sein zu dürfen und mit euch eine wunderbar tolle Challenge zu spielen. In dieser Challenge werden wir, ich sag euch so, wir werden Minecraft auf eine ziemlich neue Art und Weise erleben. Hallo, lass dich da nicht groß stören. Wir spielen nämlich heute eine Challenge, bei der, ich sag mal ernsthaft, Kopfschmerzen mehr oder weniger vorprogrammiert sind. Da könnt ihr ehrlich gesagt froh sein als Zuschauer, denn ihr könnt euch zurücklehnen und ich werde heute auf jeden Fall viele Sachen, also erstmal so verstehen müssen. Denn es ist heute so, dass alle Monster miteinander vertauscht sind. Das haben wir schon ein paar Mal gespielt und es war immer wieder super lustig und man hatte Monster an Positionen gesehen, wo sie normalerweise nicht so ganz hingehören. Das haben wir heute wieder so. Aber das Ganze ist nochmal ein doppelter Randomizer, denn diese Monster, die vertauschten Positionen haben, sehen auch wieder anders aus. Denn das Aussehen aller vertauschten Monster sind nochmal vertauscht. Guckt euch mal zum Beispiel den Kollegen hier an. Das ist ein Drowned. Aber ich sag euch, so viel, das ist kein gewöhnlicher Drowned, denn, ja, der fliegt. Das bedeutet im Umkehrschluss, das ist wahrscheinlich irgendeine fliegende Kreatur, die aussieht wie ein Drowned, aber kein Drowned ist. Lasst uns eventuell, also wir sollten uns erstmal darum kümmern, überhaupt ein bisschen Zeug ranzuholen. Ich werde natürlich probieren, Minecraft durchzuspielen und das könnte nochmal ein bisschen kompliziert werden. Aber bevor wir dazu kommen, Leute, lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Es ist ein einziger Klick, würde mich riesig unterstützen und es gibt auch noch den Zweitkanal Bastian. Den solltet ihr auf jeden Fall auch abchecken. Dort wird jeden Tag momentan eine Folge CraftHack 10 hochgeladen. Und ich sag euch ehrlich, ich freue mich so sehr, dass dieser Kanal momentan so aufblüht. Ich bin euch da unfassbar dankbar für diesen außerordentlich besonderen Support, dass ein Zweikanal in so kurzer Zeit so viele neue Abonnenten dazu gewinnt. Ist nicht selbstverständlich und zeigt mir immer wieder, was für eine traumhafte Community ich hier habe. Deswegen Dankeschön für euren Support. Ich erkläre euch mal das Prinzip. Es würde mir normalerweise sehr schwer fallen. Hilfe, wie schnell bist du? Du bist auf jeden Fall schneller als normalerweise. Also mir würde es eigentlich sehr schwer fallen, einen Strider einfach so zu töten. Das hier ist aber kein Strider. Er sieht nur wie einer aus. Denn ein Strider ist definitiv nicht so schnell, wie er jetzt hier gerade ist. Das muss an sich eigentlich eine ziemlich schnelle Kreatur sein. Und wir werden das Ganze auch herausfinden, wenn ich den Kollegen jetzt hier mal einmal erwische. Dann seht ihr, dass das eigentlich ein Ocelot ist. Aber normalerweise war an dieser Position ein Skelett. Der aber dann aussah wie ein Strider. Ist das verwirrend? Versteht ihr das so, wie das Ganze funktioniert? Also, es ist interessant. Und wir wollen natürlich dann trotzdem das hinbekommen, den Enderdrachen zu besiegen. Das heißt, wir müssen an Enderperlen und Blazerots rankommen. Deswegen, wir müssen unbedingt herausfinden, welche Monster sind denn jetzt Blazes, aber diese Blazes werden wir halt nicht sehen. Also, wir werden Blazes sehen, aber dann werden diese Blazes keine Blazes sein, sondern irgendwelche anderen Kreaturen. Das heißt, eine Blaze kann rein theoretisch eine Kreatur sein, die nicht aussieht wie eine Blaze. Aber wir werden es wahrscheinlich daran erkennen, dass uns dann vielleicht eine Kreatur mit Feuerbällen abschießt. Und was du bist, lass uns doch mal weitermachen. Es ist eine Art Erkundungstour. Wir können uns auf jeden Fall schon mal merken, Skelette sind Ocelots. Und du bist eine Biene. Aber eigentlich warst du ein Schwein und sahst aus wie ein Wandering Trader Lama. Ich glaube, wir werden vielleicht noch so ein paar Bienen hier in diesem Wald treffen. Das heißt, wir werden Monster teilweise fliegen sehen, die normalerweise nicht unbedingt fliegen könnten. Ich muss euch auch, by the way, noch die Sache erwähnen. Es könnte eben auch sein, dass wir teilweise Monster sehen werden, die eigentlich Creeper sind, aber nicht wie ein Creeper aussehen, aber sich verhalten wie ein Creeper. Und dementsprechend, ihr versteht eventuell, worauf ich hinaus möchte. Ich würde da echt gerne drauf verzichten, das Ganze herauszufinden. Das hier sieht, also wir müssen das jetzt nicht gut reden, aber ey, Goldschuhe nehme ich dankend mit. Ja, fliegende Esel, das, ich könnte mir vorstellen, dass das mal wieder ein Schwein ist. Generell sind hier ganz schön viele. Das sind ja alles Bienen. Und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Biene angreife, dann werden die anderen auch aggressiv auf mich. Die wollen mich jetzt
Ja, okay. Also, das Verhalten dieser Kreaturen ist halt immer noch das gleiche. Und dass wir jetzt halt nicht unbedingt Bienen töten müssen, das, steht ja jetzt auch irgendwie fest. Aber auf jeden Fall sehr interessant, wenn man so ein Wither-Skelett, mal auf dich zulaufen sieht. Und das ist ein Strider, der mit einem Bogen auf mich schießt. Aber das sind zwei Skelette, die auch dann am Tag brennen. Was ist denn mit euch los? Warum? Okay, das ist nämlich ein kleines Problem. Das sind wahrscheinlich irgendwelche bösen Monster, die mich normalerweise töten wollen. Ich sag euch ehrlich, ich bin ein bisschen verunsichert. Wenn so ein Giant auf dich zuläuft, dann hat man normalerweise Angst. Vor dem Schwein habe ich jetzt nicht so viel Angst, aber ich habe ehrlich gesagt... Oh Gott. Was? Wie viel Damage hat mir gerade dieses Schwein gemacht? Ich habe ja auch keine... Ahnung, was dieses Schwein eigentlich ist. Hilfe, was ist denn hier los? Also, irgendwelche Schweine, die mir irgendwie 3,5 Herzen ziehen. Ich höre den Warden-Herzschlag. Oh mein Gott. Ein Mineshaft ist eine ganz gute Sache. Wir könnten hier auf Brote kommen oder irgendwie auf Essen. Irgendetwas. Goldäpfel. Bitte keine allzu brutalen Monster. Ich habe jetzt nämlich momentan ja halt noch Schwierigkeiten, halt irgendwie an Essen zu kommen. Denn ich kann jetzt auch nicht einfach Tiere töten. Denn ich muss ja erstmal herausfinden, was sind denn so Tiere, die ich töten kann. Also ich weiß ja nicht, was eine Kuh oder was ein Schwein oder ein Schaf ist. Aber vielleicht bin ich hier erstmal halbwegs sicher. Ich würde mir auch ganz gerne direkt mal ein Schild holen. Glücklicherweise sind jetzt hier keine Erze gerandomized. Finde aber trotzdem nur Copper. Dankeschön, Minecraft. Ich weiß nicht, ob ich hier weiter lang gehen möchte. Das klang wie ein Skelettpferd. Wenn es etwas gibt, was ich schon mittlerweile sehr gut einschätzen kann, dann das Skelettpferd. Und den Warden, den ihr da im Hintergrund hört, ignoriert den einfach. Denn das wird ja wahrscheinlich auch kein echter Warden sein. Also hoffe ich halt. Also es kann ja rein theoretisch auch irgendwie eine Fledermaus als Warden getarnt sein. Das hat halt eben nicht viel zu bedeuten. Wir nehmen erstmal hier das Eisen mit, damit wir uns ein Schild machen können. Eine Eisenspitzhacke. Wie auch immer, dass wir vielleicht mit ein bisschen Rüstung auch erstmal halbwegs stabil equipped sind. Irgendwie, weiß ich nicht. Eine Cave Spider könnte ja rein theoretisch... Also... Du musst... Ist natürlich super ärgerlich, dass eine Cave Spider ein Piglin Brute ist. Und da bringt mir mein Schild auch nicht so viel. Das war sozusagen ein Delfin mit einer Axt. Und diese Axt durchbricht mein Schild. Schön, dann merke ich mir auf jeden Fall diese Sache. Ich weiß nicht, was das da für eine interessante Choreografie war. Aber was wart ihr wart? Fische. Ja, so Fische fühlen sich nicht unbedingt wohl in der Wüste. Hallihallo. Das hier werden wahrscheinlich auch sehr viele Fische sein. Lasst uns doch eventuell ein bisschen einfach hiervon weggehen. Ich sag euch so viel. In dieser Challenge werden wir super viele verrückte Sachen sehen, die man normalerweise in Minecraft nie sehen würde. Dazu zählt beispielsweise auch ein fliegender Eisbär. Wir müssen uns da ganz kurz überlegen. Wir müssen halt Stück für Stück herausfinden, wie diese Sachen vertauscht sind. Wir wissen ja auch mittlerweile, dass Schweine Bienen sind. Das heißt, wenn wir einmal wissen, ob, weiß ich nicht, Kaninchen Schafe sind, dann ist das eine Information, die uns ein Stück schon mal weiterbringt in dieser Challenge. Denn unser großes Ziel, was wir haben, ist es herauszufinden, wie Minecraft es geschafft hat, solche Bäume ins Spiel einzubauen. Aber auch, welche Kreaturen Blazes sind. Das heißt, wir sollten uns erstmal um Essen kümmern, irgendwie um Ausrüstung. Und dann sollten wir einfach irgendwie die gesamte Welt bereisen und darauf warten, dass uns irgendeine Kreatur mit Feuerbällen abschießt. Sollte das der Fall sein und wir haben irgendwann diese Situation, dann werden wir ja wissen, dass das dann wohl eine Blaze sein muss. Da vorne... haben wir auch einen Dschungel. Und wir müssen ja sozusagen doppelt verwirrend denken. Im Dschungel sind Kreaturen wie Ocelots oder Panda oder Papageien. Und in dem Fall sind diese Monster mit anderen Monstern vertauscht. Greifst du mich an? Es könnte rein theoretisch... Wenn du jetzt ein Papagei eigentlich bist, du könntest irgendeine aggressive Kreatur sein. Ich glaube, bevor ich jetzt hier weiter noch rumexperimentiere, lasst uns doch eventuell einfach mal... bisschen Stuff machen und dann herausfinden, ob das eine böse Kreatur ist. Aber bitte sagt mir, Leute, dass ihr an dieser Challenge genauso viel Spaß habt wie ich. Also, dass ich da am Piglin Brute auch gestorben bin, kann ich mir ehrlich... Ich nehme mal lieber zwei Boote mit. Da kann ich mir jetzt auch keinen großen Vorwurf machen. Ich hatte halt kein Essen und mein Schild hat nicht so viel funktioniert. Und das ist halt eben genau das, worum es in der Challenge geht. Du lässt dich halt teilweise auf Sachen ein... Melonentraum. Du lässt dich halt teilweise auf Sachen ein, auf Gegner ein, bei denen du gar nicht weißt, was das ist. Du hier bist ja eigentlich ursprünglich
Du bist irgendwas Böses. Okay, du bist was Böses. Okay, das wird wahrscheinlich, ich sag ehrlich, das wird ein Papagei sein. Und ein Papagei ist vertauscht mit irgendeiner böswilligen Kreatur. Und zwar mit einem Silberfisch. Das ist die nächste Information. Papagei gleich Silberfisch. Wir kommen der Sache des Strongholds schon näher, aber auf eine Art und Weise, wie ich mir das jetzt nicht unbedingt vorgestellt habe. Und lasst euch nicht irritieren. Das Wardenklopfen, das ist... Hallo? Wieso rennst du so aggressiv und warum rennst du so schnell? Warte mal, was macht er gerade da kaputt? Er macht Blätter kaputt? Warte mal, welches Monster ist schnell und kann Blätter kaputt machen? Das ist ein Revenger! Bro, das ist ein Revenger zu 100%, das muss einer sein. Digga, du bist ein Schwein, aber kein Revenger. Okay, warte mal, ein Revenger ist dann sozusagen eine Kreatur, die ich... in einem Dschungel finden könnte. Kannst du bitte aufhören, mir hinterher zu rennen? Ich habe gerade übertrieben Angst vor einem Schwein, weil ein Revenger, mit dem möchte ich mich ehrlich gesagt nicht anlegen. Aber vielleicht möchte ich mich auch nicht mit Villagern anlegen, denn dort sind ja jetzt auch keine Villager. Sie sehen zwar vielleicht, also sie sehen nicht wie das aus, was sie sind. Oh Gott, wenn ich das noch häufiger erklären muss, das wird nochmal verwirrender für mich. Wir gucken einfach mal. Wir können auf jeden Fall im Dorf ja Weizenblöcke holen. Das wäre Essen. Das wäre gut. Denn dann müsste ich jetzt nicht nur die auf dem, also in der Sonne verbrannten Fische hier einsammeln. Wie sieht's denn dann jetzt hier in einem Dorf aus? Greift mich jemand an? Okay. Ich würde mich dann einfach nur an euren Weizenblöcken ein bisschen bedienen und würde mir dann auch nochmal was backen. Also wir hatten jetzt hier Katzen, Eisengolems und Villager. Und du musst ja eine Katze eigentlich sein. Was ist eine Katze? Digga, der Frosch miaut halt einfach. Eine Katze ist ein Schwein. Ich habe hier ein Schwein getötet und du, was bist... Bro, die Villager arbeiten. Bro, das ist hier ein Arbeiter, ein Strider und Delfin bei der Arbeit. Warte mal, gehst du jetzt hier wirklich an deine Workstation ran? Könnte ich dann jetzt auch rein theoretisch mit dir traden? Kann ich dich rechts... Bro, ich trade gerade mit einem Delfin, der einen Emerald in seiner Schnauze hat. Ja, aber sehr, sehr gut zu wissen, dass ich rein theoretisch mit Villagern ja trotzdem traden kann, auch wenn es keine Villager sind. Also, sie sehen nicht aus wie Villager. Und so, ein Bett können wir uns auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Noch mehr Essen ist, glaube ich, ganz gut. Aber dadurch, dass hier jetzt halt auch wirklich Villager chillen, oder ich besser gesagt mit ihnen halt... Was passiert hier? Also, könnten wir auf jeden Fall Enderperlen ja auch über ein Dorf bekommen. Interessant. Das Essensproblem haben wir auch soweit gelöst. Was seid ihr denn? Also, ihr seid eigentlich brutale Monster, die ich normalerweise in einer Challenge jetzt niemals ohne Rüstung einfach mal so zu denen laufen würde. Aber ihr seid... ein Tropical Fish, der normalerweise Lachs wäre. Das heißt, ihr seid alle Fische. Ihr seid alle One-Hit... Das ist sehr interessant. Ich habe schon eine Menge in Minecraft gesehen und auch erlebt. Aber das hier ist selbst für mich nochmal was komplett Neues. Rune Portal, das kenne ich noch, das verstehe ich noch. Ich weiß, wo hier eigentlich eine Kiste sein sollte. Lass uns doch bitte einfach irgendwelche Sachen mit Sachen interagieren, bei denen ich auf jeden Fall nicht komplett... Ja, erstmal mein... also alles hinterfragen muss. Ich würde mich, by the way, darüber freuen, wenn wir... Vielleicht das brauchbar... Vielleicht direkt Looting 3... Ein Feuerzeug und Eisen. Okay, lasst uns doch eventuell erstmal weitergehen in vielleicht andere Biome, in andere Regionen, um herauszufinden, was wir da noch so für neue Kreaturen finden können. Und weil ich nicht mehr diesen Warden im Hintergrund hören möchte. Bro, ist das ein... Ja, hey, klar, ich glaube, wir sollten hier auf jeden Fall mal lieber weggehen. Delfin, auch bekannter Bogenschütze, kennt man. Ihr seht das links auch, was ich sehe, ne? Ich möchte es einmal genießen. Ich werde dich one-hitten können, oder? Ja, das ist schon sehr nice. Also das ist auch ein interessanter Mitbewohner. Da hast du dir auf jeden Fall eine geräumige kleine Wohnung geholt. Wo er genau wohnen möchte... Ich stelle dazu einfach keine weiteren Fragen. Wir gehen mal weiter. Das ist der Eisengolem! Okay, 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 alright. Du
bist ein Eisengolem. Interessant. Aber wie kämpfe ich dann eigentlich? Also, wenn ich mich jetzt 3 Blöcke gegen dich hochbaue, also reicht das dann? Alright. Wir werden es, glaube ich, dann herausfinden, Fragezeichen. Und was bist du? Ihr müsstet doch jetzt auch... Oh! Wir haben einen Wolf getötet. Was bist du? Hä? Seid ihr auch alles Wölfe? Was? Ich will eigentlich gar nicht herausfinden, was mich gerade verfolgt. Ich denke mal, was wir... Was bist du? Ein Strider. Oh, normalerweise wäre das ein Drowned. Jetzt haben wir einen Strider da gehabt. Und der Strider ertrinkt ja normal. Also der ertrinkt ja unter Wasser. Und deswegen ist der Gas gestorben. Boah, Bro, aber wer ihr seid, ne? Okay, das hier sind Schildkröten. Das hier ist zu 100% eine Schildkröte. Oh nein. Was ist denn mit dir los? Und deswegen hältst du auch so viel aus. Oh, du hast nicht so viel ausgehalten und warst ein Axolotl. Und eigentlich wäre dort ein Zombie gewesen. Und du? Kann ich dich jetzt hier trappen? Eine Spinne ist eine Endermite. Okay. Und jetzt habe ich ein Hühnchen gekillt. Und du bist eine Katze und du bist, also... Es ist alles so viel Hilfe. Ey, es wäre so schön. Also, ja, Schafe sind Skelette. Ich hätte mir jetzt sehr gewünscht, dass du jetzt halt wirklich eine Blaze bist, aber leider bleibt das wohl eine Wunschvorstellung. Also wir haben mittlerweile herausgefunden, was Schweine, Schafe, Chicken, Wolf sind. Verstehe ich. Du scheinst aber auf jeden Fall auch eine aggressive Kreatur zu sein. Was könntest du sein? Eine Spinne und damit eine Endermite, die halt nicht wirklich was wert ist. Du bist ein... Ich werde gerade von einer Ziege, Endermite und einem Schwein beschossen. Sachen, die man auch tatsächlich nur hier erlebt. Okay, warum bist du so schnell? Bist du ein Delfin? Nein, ein Axolotl. Und deswegen konnte er so schnell schwimmen. Aber eigentlich war es ein Zombie. Ihr könntet doch alles auch... Creeper sein. Das war auch ein Creeper. Aber ein Creeper wurde getauscht mit einem Pferd. Und dementsprechend habe ich auch 2 Leder bekommen. Und du bist eine Katze und eigentlich ein Skelett. Bringt mir aber leider auch noch nicht so viel. Es ist aber auch immer wieder ein super ungewöhnlicher Anblick. Du siehst hier so viele gefährliche Monster. Eigentlich vermeintlich gefährliche Monster. Aber du willst mir eigentlich gar nichts tun, oder? Er hat sogar Angst, er miaut. Naja. Tja, Skelette. Das hier ist übrigens ein Illusionär. Sieht aus wie ein Pillager in einem Schlafanzug. War aber ein Pferd. Und das hier ist auch ein Pferd. Normalerweise ein Creeper. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall mal darum kümmern. Wir müssen in neue Biome. Wir müssen in neue Regionen auf jeden Fall mal ein bisschen was Neues abchecken. Das hier ist momentan noch nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. Weil natürlich Skelette, Zombies und Creeper, die Monster, die eben bei Nacht spawnen, die haben wir so mittlerweile abgearbeitet. Und ich sag euch ehrlich, hier möchte ich einfach nur weggehen. Ich möchte einfach... Aber ein bisschen Eisen nehme ich mir auf jeden Fall nochmal mit. So, oh, ein Husk. Wäre ein Schwein. Damit haben wir eine weitere neue Kreatur abgecheckt. Und lasst mich raten, ihr werdet alles normalerweise eben diese Wüstenzombies, Husks. Und du bist ein Wither, der wanted ist. Ey, ich sag euch ehrlich, unterschätzt keine Steinschwerter. Steinschwerter, die neue OP-Waffe. Hier ist halt natürlich die Frage, machen wir das, woran ich gerade denke? Oder würde ich das bereuen? Im Nether sollten wir ja auf jeden Fall in der Lage sein, ein paar neue Kreaturen direkt zu finden. Mit, also allem, was es halt im Nether gibt. Ich habe wirklich Respekt hier vor, aber wir gehen jetzt in den Nether. Bitte, ist das eine gute Entscheidung. Hallo. Nether. Ich weiß nicht, was für Kreaturen ihr genau seid, aber ihr könnt auf jeden Fall fliegen. Und ich meine, ihr fliegt ganz schön schnell. Was fliegt denn so schnell? Und ist nicht aggressiv.
Hä, was soll denn das sein? Ein Phantom. Ja gut, Phantome können schon sehr schnell sein. Und du bist? Du bist eine Hexe. Also, dann heißt das... ...dass Hoglins ausgetauscht wurden mit Hexen. Alright, das... ist ehrlich gesagt semi-gut, weil Hexen sind halt genauso, also sind halt auch super unangenehm. Ist das gerade ein kleiner Fisch, der einfach auf mich Tränke wirft? Bro, wenn wir uns mal, also wenn wir ehrlich sind, du kleiner Fisch, du bist doch niemals in der Lage, halt irgendwelche Potions mit dir rumzutragen. Und hier könnten wir jetzt halt einen Magma Cube haben. Ihr müsst ja eigentlich Magma Cubes sein. Aber was seid ihr jetzt? Ihr seid auf jeden Fall nicht am Springen. Alright, das Schwert, das sagt mir auf jeden Fall, was du bist. Du bist ein Wither-Skelett. Und du bist ein kleiner nerviger Fisch, Mann, Alter. Wie kann man denn so penetrant sein? Also, Wither-Skelett... Junge, dieser kleine Fisch! Also, Wither-Skelette sind Magma-Cubes. Okay, haben wir das auch rausgefunden. Dieser Fisch, der macht mich halt komplett fertig. Okay, Magma-Cubes auch erledigt. Wir müssen jetzt doch herausfinden, wenn wir vielleicht eine Festung sehen, müssen wir halt wissen, was Wither-Skelette und Blazes eigentlich sind. Wir haben dann noch die Möglichkeit, in einem Warp-Forest Enderman zu treffen. Und dann könnten wir noch Strider. Wir müssten eigentlich auf dem Lavaboden irgendwo vielleicht Kreaturen langlaufen sehen. Eine Festung wäre ein Traum. Ich sag euch ehrlich, schön, dass das manchmal so läuft im Leben. Hallo. Oh nein, hä? Hast du ein bisschen Angst? Ja. Hast du Angst vor mir? Normalerweise... Tschüss, er hat einfach Speed 2. Er spielt mit Soul Speed. Naja, er ist aber ein Skelett, beziehungsweise eine Katze. Ja, moin, willst du auch noch... Er überlegt sich auch gerade nochmal so einen kleinen Plan. Wie komme ich an die Blazes ran? Hallihallo. Warte mal, wir haben ja sogar einen Spawner. Was passiert jetzt in dieser... Challenge mit Spawnern. Warum hast du ein Eisenschwert in der Hand? Dann wird dort eigentlich ein normaler Zombie sein, I guess, oder? Ich meine, welches Monster kann noch ein Eisenschwert tragen? Oh! Wächse! Wächse und Zombies! Du könntest auch ein Wächs sein! Und du fliegst! Du bist ein Wächs! Oh mein Gott, das sind wirklich Wächse. Ich hatte recht. Ey, nein, 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 nein! Geh doch weg vom Soul Sand! Oh nein, oh, warte mal. Das ist jetzt. Das ist ultra doof. Alter, Wächse sind Blazes. Super. Ey, geil. Das ist ein anderes overpowertes fliegendes Monster im Nether mit einem anderen super overpowerten fliegenden Monster ausgetauscht wurde. Ich würde aber trotzdem ganz gerne herausfinden, was ein Wither-Skelett jetzt ist. Weil ansonsten könnte ich nicht schlafen. Ein Wither-Skelett ist ein Frosch. Okay, dann hat uns mehr oder weniger diese Festung nichts gebracht. So, kein einziger Strider. Oder eben das, was ein Strider eigentlich wäre. Genauso haben wir auch kein Gas gesehen. Wenn wir aber hier so ein bisschen per Aus... Ich muss ja ein bisschen versuchen, in diesem Chaos-System reinzubringen. Also wenn wir halt so ein bisschen mit Ausschlussverfahren an die Sache rangehen... Muss das halt auch probieren hinzubekommen eigentlich. Also eben die Kreaturen, die uns so einfallen, so abarbeiten. Bro. Ey, wenn ich einen Wither und einen Warden so nah an mir höre, das ist nicht schön. Was bist du? Irgendetwas, was Schaden macht. Ein Skelett. Oh, praktisch. Oh, muss ich jetzt mit der Goldaxt kämpfen? Du hast ein Goldschwert, du bist halt wirklich ein Piglin. Oh mein. Ey, natürlich. Wither-Skelette, die... Tränke werfen ist ein Traum. Hä? Ihr seid ja wirklich Piglin Brutes. Der Kollege hat mir ein bisschen zu viel ausgehalten und der hat gerade auch nochmal eine Goldachse getragen. Ich bin... Ey Leute, die Verwirrung ist mittlerweile so verwirrt, dass ich... Also ich bin dreifach, sechsfach verwirrt. Bro. Bro. Es ist kein echter Warden, Basti. Es ist kein echter Warden. Du schaffst das. Oh,
Basti GRG kämpft gegen Wither und Warn gleichzeitig mit 4,5 Armor Bars. Bro, was seid ihr? Neue OP-Taktik gegen den Warden gefunden, Leute. Macht das so nicht nach. Das war ein Piglin Brute. Hallo. Goldapfel. Schaden ist 1, cool. Es gibt hier, by the way, einen kleinen Fehler. Also ihr seht in der Chatnachricht, es steht immer wieder da, dass das ursprünglich ein Pick ist. Ich bin mir aber sehr sicher, das sind einfach normale Piglins. Womit die ausgetauscht sind, ich weiß es nicht. Alright, der Nether, der war es soweit nicht. Wir haben auch keine Strider und keine Gas gesehen. Das macht mir ein bisschen... Ja, so ganz sicher fühle ich mich dabei nicht. Aber es gibt noch genügend andere Kreaturen, die wir in der Overworld abhaken können. Wir haben den Basic Stuff. Warum? Das ist wieder der Ravager, oder? Machst du Blätter kaputt? Ja, 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 das ist ein Ravager, Bro. Wir müssen hier so schnell weg. Also, wir haben den Basic Stuff auf jeden Fall abgearbeitet. Wir könnten auf jeden Fall dort auf dem Ozean mal vielleicht Ausschau halten nach einem Ocean Monument. Denn normalerweise hätte ich da ja auf jeden Fall Angst vor. Aber Guardians oder auch... Ist ein bisschen unheimlich, dass du jetzt genau hier bist, wenn ich darüber rede. Ihr müsst euch mal vorstellen, das ist einfach ein Ravager. Ein Ravager im Körper eines Giants. Bro, das ist... Ich hab so gedacht, hey, warte mal, warum gehen die Blätter da weg? War das jetzt eindeutig auf jeden Fall? Ein Ravager muss ja dann eigentlich... Ein Ravager muss ja dann eigentlich ein Schaf sein. Also überall dort, wo Schafe sind, müssen wir aufpassen. Heißt im Umkehrschluss, du könntest... Nicht nur du, sondern ihr alle seid Ravager. Okay, das ist... Schafe, Digga, der Papagei. Ihr könntet alle in einer... Okay, check. Also müssen wir uns generell merken, unsere mitgrößte Gefahr sind aktuell Festungen mit Vexes, aber auch jetzt hier normale Plains-Biome. Denn in normalen Plains-Biomen, dort wo einfach Schafe in kleinen Grüppchen sind, werden wir immer wieder auf super starke Monster treffen, die uns halt auseinandernehmen könnten. Ein Skelett. Ein Schaf ist ein Skelett? Was ist dann ein Ravager? Ich check es nicht. Ich werde jetzt gegen einen kämpfen. Bist du ein Ravager? Nö, du warst ein Hühnchen, aber ein Wolf. Okay, wenn ich das nächste Mal einen Ravager sehe, dann werde ich mich jetzt mit dem anlegen. Ich weiß aber nicht, was ich vergessen habe. Beziehungsweise, ich verliere mittlerweile den Überblick. Wir haben Pferde, haben wir Schweine, ja, Kühe. Ich glaube, wir müssen es einfach herausfinden. Okay, da haben wir Ravager, da haben wir Ravager. Das muss ja auf jeden Fall irgendein Tier in einer größeren Gruppe sein. Könnte das manchmal vielleicht ein Lama sein? Wir werden jetzt werden wir es herausfinden, ha? Was ist ein Ravager? Eine Kuh! Also wussten wir noch nicht, was eine Kuh ist. Yo, warte mal, da vorne haben wir einen Tigerwald. Da könnten wir rein theoretisch herausfinden, wenn wir vielleicht Glück haben, was ein Fuchs ist. Füchse sind aber, ja, so jein, so halbwegs selten. Die könnten wir eventuell mit einer Kreatur vielleicht ausgetauscht sein, die uns noch fehlt. Stück für Stück, per Ausschlussverfahren. Bro, hä, warum bin... Du bist ein Eisengolem. Du bist ein Eisengolem. Füchse sind Eisengolems. Zu 100%. Ja, genau. Es ist ein Eisengolem. Zu 100%. Bro, das war ein Zoglin. Gut, Hoglins, Zoglins, aber auch Eisengolems schleudern dich halt eben hoch in die Luft. Gut, wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass Füchse nicht unbedingt eine Kreatur ist, die wir noch suchen. Aber damit das nächste abgehakt. Oh, da vorne haben wir einen Ozean. Wenn wir vielleicht das Glück haben und ein Ocean-Monument finden, haben wir ja vielleicht die Chance, da auch nochmal mindestens 2 neue Kreaturen zu treffen. Ihr könnt, by the way, mal in die Kommentare schreiben, wenn wir mit dieser Challenge hier durch sind. Ich würde ganz gerne mir mal ein Monster angucken oder beziehungsweise Ich würde mir gerne mal Monster angucken, bei dem man halt gewisse Fähigkeiten forciert. Also beispielsweise mal unbedingt das oder das Monster als Biene sehen, um einfach nur mal sehen zu können, wie würde beispielsweise ein Warden aussehen, wenn er wie ein Phantom fliegt oder... Ich denke mal, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Falls ihr dafür coole Monsterkombinationen wisst oder da irgendwas euch im Kopf rumschwebt, dann schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare.
Können wir mal ein Schild auf jeden Fall machen. Ich möchte aber, bevor ich jetzt hier über Schilder rede, das hier finden. Und was dort jetzt genau auf uns warten wird, ich bin so gespannt. Bob, was bist du? Beziehungsweise, wie sieht das hier aus? Was? Ah!